Ein Lahmer wird geheilt. Ein Wunder, das Jesus tat. Eines Tages predigte Jesus in einem Haus. Es waren so viele Menschen gekommen, um ihn zu hören, dass das Haus brechend voll war. Ein Mann, der nicht mehr laufen konnte, hatte davon gehört, dass Jesus Menschen heilen konnte und wollte deshalb zu ihm. Seine Freunde wollten ihn zu Jesus bringen, kamen aber wegen der vielen Menschen nicht einmal in das Haus, in dem Jesus war. Da überlegten sie, was sie tun könnten. Bald hatten sie eine verrückte Idee. Sie brachten ihren gelähmten Freund aufs Dach des Hauses. Dann begannen sie, ein Loch in das Dach zu schlagen. Als das Loch groß genug war, ließen sie ihren Freund auf einer Trage hinunter zu Jesus. Als Jesus das sah, war er beeindruckt vom Glauben des gelähmten Mannes und sagte ihm: Deine Schuld ist dir vergeben. Im Raum waren einige Gelehrte, die darauf spezialisiert waren, Gottes aufgeschriebenes Gesetz genau zu studieren, die Schriftgelehrten. Sie wurden wütend, weil ihrer Ansicht nach nur Gott selbst das Recht hatte, Schuld zu vergeben. Jesus wusste, was sie dachten, und fragte deshalb alle seine Zuhörer: Was ist leichter zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, oder steh auf und geh? Ich will euch zeigen, dass meine Kraft, Schuld zu vergeben, von Gott kommt. Dann sagte er zu dem gelähmten Mann: Steh auf und geh. Sofort konnte der Mann wieder laufen. Er nahm die Matte, auf der er heruntergelassen wurde, lief herum und freute sich über seine Heilung. Jeder, der im Haus war, war begeistert und lobte Gott für dieses Wunder.